Gut, dann hallo und herzlich willkommen zur dritten Kinderpressekonferenz hier am Hartwald. Neben mir Tim Knipping und Sebastian Stolze, die heute für eure Fragen da sind. Und wie bei den richtigen Pressekonferenzen, einmal kurz ein Handzeichen geben, einmal kurz melden und dann können wir auch schon starten. Wer macht den Anfang? Ja, die erste Frage. Dann einmal zu Julian in die dritte Reihe. Also was war der schönste Moment für euch in eurer Karriere? Ihr könnt auch immer dazu sagen, ob die Frage an beide geht oder ja, an einen. Für euch meinte ich dann an. Ja. Tim? Boah, schwierig zu sagen. Aber jetzt so im ersten Moment würde ich sagen, ja, vielleicht der Aufstieg mit meinem ehemaligen Verein war auf jeden Fall ein besonderer Moment, den man nicht vergisst. Gleichzeitig aber auch ja, mein erstes Zweitligaspiel, was ich hier damals mit Sandhausen gegen VfB Stuttgart bestreiten konnte. Das sind so Momente, die man nicht so schnell vergisst. Ja, da würden mir auch ein paar mehr Sachen einfallen. Also ich bin in der Jugend einmal U19 Europameister geworden. Das war cool, ein Turnier für Deutschland zu spielen, noch dazu das auch zu gewinnen. Das war schon richtig cool. Ja, mein erstes Zweitligaspiel, mein erstes Zweitligator. Das sind so Momente, die auf jeden Fall hängen geblieben sind. Ja. Dann einmal das Mikrofon zu Oskar, bitte. Also das geht an beide. Ihr müsst ja immer joggen gehen auch. Und wie viele Kilometer geht ihr da ungefähr mal joggen? Gute Frage. Wir haben immer im Sommer und im Winter, wenn wir mal 2-3 Wochen Urlaub haben, haben wir trotzdem Heimtrainingspläne. Und dann kommt es darauf an, was unser Fitnesstrainer uns da für Pläne zusammenschreibt. Also das ist mal eine halbe Stunde ganz locker laufen, aber da gehören nochmal 45 oder 60 Minuten, also relativ strammes Programm, also kommst du schon mal auf 12-13 Kilometer. Und ist bei euch beiden gleich? Die Trainingspläne, die sind eigentlich schon identisch, ja. Sind sehr identisch. Ich glaube, Stolle macht das mehr Spaß als mir, aber von daher, da muss man auch durch, auch wenn es mal nicht so viel Spaß macht. Dann gib einmal das Mikrofon an Jakob und danach an Kai. Welchen Mitspieler mögt ihr am meisten, also versteht ihr euch am besten? Die Frage geht an beide. Also ich muss sagen, in der Mannschaft gibt es nur coole Typen. Aber jetzt so in der Freizeit würde ich sagen, mache ich ab und zu mal was mit Alex Mühling. Da hat der Stolle recht. Das ist eine super Mannschaft. Ich glaube, dass es bei uns gar nicht so kleine Gruppen gibt, sondern dass wir insgesamt sehr viel zusammen machen und sehr viel Spaß auch in der Kabine haben. Aber so wie jeder hat natürlich jemand auch, mit dem man natürlich enger in Kontakt steht. Und bei mir ist es Luca Zander, der auch mein Zimmerpartner bei Auswärtsspielen ist, Alexander Fuchs und Max Geschwill. Das sind so mit meine engsten, mit denen ich am meisten Zeit wahrscheinlich verbringe. Dann gib das Mikro bitte einmal an Kai. Ja, an der Seite, in deiner Reihe, genau. Was ist euer Traumreiseziel? Traumreiseziel? Ja. Das ist auch eine coole Frage. Das Beste, wo Sie waren oder wo Sie noch hinwollen? Beides. Gut. Ich war schon mal in den USA und ich würde auch gerne nochmal hin. Also bisher war ich im Osten, ich würde gerne mal an die Westküste in Amerika. Mich. Ist dein Lieblingsland? Nein. Ja, warst du schon mal da? Cool. Sehr gut. Mich reizt sehr Australien. Da war ich noch nie und das steht aber auf jeden Fall auf der To-Do-Liste und das werde ich früher oder später auf jeden Fall ja, mal machen. Dann bitte einmal das Mikrofon in die letzte Reihe. Bekommt ihr das hin? Das wäre super zu Leonard. Genau. Wunderbar. Also die Frage geht auch an beide. Also, wer ist der berühmteste Spieler, den ihr je in eurer ganzen Karriere getroffen habt? Mit dem wir zusammengespielt haben oder generell? Nee, einfach nur getroffen. Boah, würde mir sehr schnell Aubameyang anfallen. Ich durfte mit Kevin De Bruyne zusammen trainieren. Ich glaube, die kennt man beide. Wer macht weiter? Florian, in der zweiten Reihe, bitte. Wie ist die Stimmung fürs Spiel am Samstag? Unsere Stimmung in der Mannschaft ist gut. Wir wissen, dass wir jetzt die letzten drei Spiele auch Punkte liegen lassen haben.
Nichtsdestotrotz ist die Stimmung gut und ja, wir sind auf jeden Fall gewillt, das Heimspiel zu gewinnen. Alexander? Die Frage geht auch an beide. Wie wollt ihr die Ein-Punkte-Serie beenden? Die Ein-Punkte-Serie? Zwei sehr gute journalistische Fragen von euch, muss ich sagen. Also könnt ihr auch jedes Wochenende machen, so wie sich das anhört. Ja klar, ich glaube, dass wir keine schlechten Spiele jetzt in den letzten Wochen gemacht haben. Wir sind auch immer verdient mit 1-0 in Führung gegangen. Muss man natürlich dann auch sagen, dass uns leider nicht gelungen ist, das über die Zeit zu bringen. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir, sage ich mal, vielleicht auch mal ein zweites oder ein drittes Tor schießen, um das dann auch über die Zeit zu bringen. Aber da bin ich davon überzeugt, dass uns das am Samstag gelingen wird. Dann das Mikro bitte zu Julian und danach zu Oskar in die erste Reihe. Was sind eure Lieblingshobbys außer Fußball? Stollo? Ich spiele sehr gern Dart und ich habe einen Sohn, von daher, der füllt meine Freizeit gut aus. Peter? Ich würde sagen, dass ich sehr gerne Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden verbringe, wenn wir das mal haben. Ist natürlich so, dass der Fußball eigentlich tagtäglich im Vordergrund steht und wenn wir dann mal ein oder zwei Tage frei haben, dann versuche ich die Zeit natürlich auch zu nutzen, um meine Familie in Kassel zu besuchen und das ist dann auch immer eine sehr, sehr schöne Zeit, auf die ich mich freue und dann auch genieße. Dann bitte nach vorne zu Oskar. Genau. Also die Frage geht an Tim. Wie kamst du auf die Idee, nochmal zurück zum SV zu wechseln? Ja, das lief so ab. Als dann klar war, dass ich nicht mehr in Dresden bleiben werde, war der Erstkontakt über Dennis Diekmeier. Der hatte mir geschrieben per WhatsApp, dass ich doch zurückkommen soll. Und da habe ich zu ihm gesagt, wenn das so ist, dann sollen sich die Verantwortlichen melden. Und dann war das so, dass der Philipp Klingmann, mit dem ich damals in meiner ersten Zeit, wo ich hier gespielt habe, schon zusammengespielt hatte, der hatte sich dann bei mir gemeldet und hatte mich gefragt, ob ich mir das wieder vorstellen könnte, zurückzukommen. Und dann sind wir da auch sehr, sehr schnell zusammengekommen und war ich davon auch überzeugt, und wieder herzukommen. Der Kai hat noch eine Frage. Nee, ist an. Was war euer größter Erfolg, also insgesamt? Bei uns zusammen? Oder generell? Generell. Boah, schwierig zu sagen. In meiner ersten Zeit, wo ich hier war, natürlich immer der Klassenerhalt, den wir geschafft haben. Ist natürlich dann auch für so einen Verein, wie es dann sind, auch immer was Besonderes, dann die Liga zu halten. Und wie gesagt, hat es dann angesprochen, der Aufstieg natürlich mit meinem ehemaligen Verein war dann auch schon was Besonderes. Ja, bei mir auch. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, einmal die U19-Europameisterschaft. Und es hört sich immer jetzt nicht so spektakulär an, aber wenn man bei vermeintlich kleineren Vereinen ist, dann ist so ein Zweitliga-Klassenerhalt halt schon was sehr Besonderes und deswegen würde ich das auch sagen. Dann bitte einmal das Mikrofon zu Hanna. Meldet sich auch schon länger. Ja, Hanna meldet sich auch schon länger. Das habe ich nicht gesehen, dann nach Jakob ist Hanna dran. Welchen Verein mögt ihr noch außer Sandhausen? Boah. Rot-Weiß Erfurt. Kennst du den Verein? Ja, ist auch kein großer Verein. Sebastians Heimatverein. Das ist mein Heimatverein. Muss er das jetzt sagen? Ja. Boah, schwierig zu sagen. Als Kind war ich immer Fan von Borussia Dortmund und weil der zweite Torwart ein sehr, sehr guter Freund von mir ist und dort aktuell spielt, schaue ich mir auch sehr oft die Spiele von Borussia Dortmund aktuell an. Dann gib gerade mal das Mikrofon an Hanna. Die Frage geht auch an euch beide. Was wollt ihr machen, wenn ihr fertig seid mit dem Fußball? Fängst du an? Ich kann anfangen. Die Pläne, also der Fußball ist ja primär in unserem Leben und nach meiner Schule und nach meinem Abitur bin ich da schnell reingerutscht und ich finde es ein bisschen schade in Deutschland, dass so Ausbildung und Fußball nebenher nicht laufen kann. Das ist, lässt sich einfach zeitlich nicht kombinieren. Da haben die Amerikaner uns ein bisschen was voraus. Dennoch ist es so, dass man sich natürlich einen Plan macht, was man danach machen möchte, weil mit 35 oder je nachdem, wann man aufhört, hat man ja gefühlt noch das halbe Leben oder Arbeitsleben vor sich. Einen genauen Plan, muss ich sagen, habe ich noch nicht. Ich habe 2-3 Dinge, die mir sehr gut gefallen könnten. Und da schaue ich mal in 4-5 Jahren, was ich da ganz genau machen möchte.
Wie sieht es bei dir aus? Sehr gute Frage. Ich glaube, es ist immer so, egal wie lange man Fußball spielt, das kann auch schneller vorbei sein, wie man denkt. Durfte ich selbst erfahren und hatte aber Glück, dass ich noch weiter Fußball spielen konnte durch meine Verletzungen. Von daher habe ich mir schon weitere Standbeine aufgebaut. Ich betreibe 2 Restaurants nebenbei. Bin ich natürlich froh, dass ich da Leute habe, denen ich vertrauen kann und die das in der Zeit auch managen, wo ich zum Glück auf dem Fußballplatz stehen kann. Ich bin aber auch ein Fan von Immobilien und könnte mir auch vorstellen, vielleicht nach der Karriere in dem Bereich noch was zu machen. Gibst du das Mikrofon einmal an Benjamin? Ja, genau. Wie fühlt sich es an, wenn man auf dem Spielfeld steht vor ganz vielen Leuten? Ja, es ist was total Besonderes. Ich meine, so gefühlt möchte jeder Junge in seinem Leben mal Profifußballer werden. Und wenn man das geschafft hat und erreicht hat, dann ist es natürlich was total Besonderes. Und dann in wirklich Stadien zu spielen vor vielen Leuten ist schon jedes Mal wieder was sehr, sehr Besonderes. Ja, kann ich nur bestätigen. Ich glaube, das ist bei euch auch wahrscheinlich auch so, dass ihr davon mal träumt. Und wenn man das da mal erleben darf, dann ist das auch immer wieder jedes Wochenende ja was ganz Besonderes, worauf man sich dann auch freut. Dann bitte einmal das Mikrofon zu Luis und danach in die dritte Reihe. Was ist euer Lieblingsessen? Essen? Ja, Lieblingsessen. Muss ich kurz nachdenken. Ich esse ziemlich gerne. Also ich bin Fan von der italienischen Küche und von daher Pasta und Pizza sind, würde ich sagen, meine Lieblingsgerichte. Boah. Also ich esse wirklich sehr, sehr gerne. Von daher würde mir jetzt so ein richtig spezielles Rezept oder Gericht, ganz schwer. Also meine Schwiegermutter, die kocht super. Und ich würde mal sagen, alles, was meine Schwiegermutter kocht, das esse ich gern. Das hört sie gerne bestimmt. Ja. Dann einmal das Mikrofon in Reihe 3 zu Leonard. Wie bereitet ihr euch vor ein Spiel vor? Wenn ihr jetzt zum Beispiel am Samstag ein Spiel habt, was macht ihr dann? Meinst du am Spieltag oder in der Woche davor? Am Spieltag, also. Kommt drauf an, ob wir ein Heimspiel haben oder Auswärtsspiel. Auswärts sind wir ja dann zusammen im Hotel. Da ist der Tag sehr strukturiert. Wenn wir jetzt mal vom Wochenende ausgehen, dann haben wir ein Heimspiel. Dann schläft man zu Hause, frühstückt auch zu Hause und dann treffen wir uns in Reiningen in einem Hotel zusammen, essen dort Mittag, gehen eine Runde spazieren. Nochmal in die frische Luft und dann haben wir dort Besprechung und fahren etwa 2 Stunden, Stunde 45 vor dem Spiel fahren wir hierher und bereiten uns dann hier in der Kabine vor, ziehen uns um, schauen uns den Platz an, bereiten uns individuell unten im Kraftraum vor, machen uns da schon mal warm und dann gehen wir auf den Platz, machen uns warm und dann ist Anpfiff. Ja. Hat natürlich jeder Einzelne auch für sich nochmal so kleine Ritualien, die er vielleicht vor dem Spiel macht. Genau. Welche sind das bei dir? Bei mir tatsächlich keiner, aber ich habe natürlich jetzt in meinem Leben schon mit dem einen oder anderen zusammengespielt, der, weiß ich nicht, immer seinen rechten Schuh als erstes anzieht oder sowas oder linken Schienbein schon als erstes reinsteckt oder sowas. Gibt ja so kleine Dinge, die der ein oder andere dann gerne macht. Welche Rituale hast du? Ich gehe immer mit dem linken Fuß zuerst auf den Platz. Ja, siehst du, da haben wir doch was. Da haben wir was. Dann gebt das Mikrofon bitte einmal wieder in die zweite Reihe. Wir gehen es dann von links nach rechts durch. Bei Hanna starten wir. Was war euer schönstes Tor und gegen wen? Mein erstes Zweitligator habe ich gegen Kaiserslautern gemacht. Habe in dem Spiel auch 2 Tore geschossen und das zweite weiß ich tatsächlich bis heute nicht genau, wie ich ihn getroffen habe, aber ich lag schräg in der Luft und habe ihn so mit der rechten Hacke irgendwie reingemacht. Es war ein Freistoß und er kommt halb hoch und ich bin vor den Gegenspieler gekommen. Habe ihn irgendwie mit der Hacke getroffen und da war so viele Leute waren vor mir, da habe ich auch erst gemerkt, durch die Zuschauer, wie sie gefeiert haben, dass der Ball drin war. Also das war ganz cool. Ja, der Stolle ist ja eher fürs Tore-Schießen zuständig wie meine Wenigkeit. Ich durfte noch nicht so viele Tore in meiner Karriere schießen, ich bin ja eher fürs Verteidigen zuständig. So ganz schöne Tore habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ja, ich habe 2-mal an meinem Geburtstag jeweils einen Treffer machen können und das sind natürlich dann spezielle Momente, die bleiben. Einmal hier, als ich in Sandhausen gespielt habe und einmal in Regensburg. Ist natürlich dann nochmal was Besonderes, wenn man an seinem eigenen Geburtstag dann ein Tor schießen darf. Haben wir da 1-0 gewonnen, oder? Mit Regensburg? Oder? Haben wir gewonnen, ja. Ja. Oder? 2-1. Ja, mag mich zu erinnern. Gegen Heidenheim war das. Stimmt, ja. In Regensburg, ja. Genau, wir haben zusammen schon in Regensburg gespielt.
Florian und dann Alexander. Wie kriegt man die Stimmung von den Fans eben auf dem Platz mit? Ja, wir haben ja schon gesagt, das ist schon was sehr Besonderes. Kommt natürlich immer darauf an, wie viele Zuschauer im Stadion sind und wie die Stimmung allgemein im Stadion ist. Also ich mag mich jetzt zum Beispiel an das Spiel gegen Leverkusen hier zu Hause erinnern. Da fand ich, war die Stimmung richtig, richtig gut. Und ja, gibt natürlich so Momente im Spiel, wenn du zum Beispiel eine Ecke schießt und du bist der Schütze an der Ecke, bist dann vielleicht mal genau vor dem Gästeblock, ja, dann fliegt mal das eine oder andere runter oder wirst beleidigt oder so. Ich persönlich finde es immer, von Gästefans beleidigt zu werden, immer ganz cool. Ich weiß nicht, mich pusht das immer noch mehr. Aber insgesamt ist, hast du schon so einen Fokus im Spiel, wo du dann, also ich zumindest, dann auch ab und an mal die Stimmung gar nicht so extrem wahrnimmst, weil du einfach in deinem Spiel bist. Aber wenn der Ball vielleicht mal im Aus ist oder so, dann denkst du dir, wow, was ist hier eigentlich los? Wie laut ist das hier? Ja, ist schon, man kriegt es auf jeden Fall mit. Ja. Alexander? Was war euer höchster Sieg zusammen hier bei Sandhausen oder wo ihr gespielt habt? In Sandhausen war es jetzt das... Seitdem wir zusammenspielen oder generell? Generell. Also bei allen Vereinen, bei denen wir gespielt haben? Mhm. Jugend ausgenommen. Boah, schwierig zu sagen, aber ich kann mich an ein Pokalspiel erinnern, da haben wir mal 21-0 gewonnen. Das würde ich sagen. Im Herrenbereich? Im Herrenbereich, ja. Wow. Das ist stark. Also wir haben mit Regensburg damals 5-0 in Hamburg gewonnen. Das war mein höchster Sieg. Dann Benjamin, hattest du noch eine Frage, oder? Nein. Gut. Dann gibt's Mikrofon bitte einmal nach vorne zu Jakob. Nach einem Spiel, das ihr verloren habt oder gewinnen musstet, wie ist dann die Stimmung in der Kabine? Also wenn wir gewinnen, dann ist es natürlich sehr euphorisch. Dann freuen wir uns natürlich alle, dann wird, glaube ich, erstmal auf dem Platz kurz mit den Fans zusammen gefeiert. Das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Moment. Und vor allen Dingen, wenn dann auch vielleicht Freunde oder Familien alle da sind, dann ist das natürlich sehr, sehr schön. Und dann geht man auch erstmal zu seinen Liebsten im Stadion und ja, umarmt seine Familie oder so. Und danach kommt man dann in die Kabine. Und dann wird natürlich auch ein bisschen Musik gespielt. Dann wird dann ein bisschen zusammen gefeiert. Und ja, das sind natürlich auch die Momente, die man erleben möchte. Nichtsdestotrotz gehören natürlich zum Fußball auch Niederlagen dazu, auch wenn es nicht so schön ist. Aber ich glaube, es gibt niemanden, der noch kein Spiel auf der Welt verloren hat. Von daher gehört das leider dazu. Aber dann ist die Stimmung natürlich ja, nicht so schön. Es ist dann eher still in der Kabine. Es wird nicht so viel geredet. Und von daher bevorzugen wir, glaube ich, alle eher Spiele zu gewinnen. Hast du noch was zu ergänzen oder ist alles gesagt? Nee, ganz genau das, was Tim gesagt hat. Wenn man verliert, dann ist die Stimmung niedergeschlagen. Man unterhält sich vielleicht mal mit seinem Banknachbarn oder so, aber ja, wir mögen es lieber zu gewinnen. Dann ist die Stimmung super. Kai hat noch eine Frage. Zockt ihr gerne und wenn, was zockt ihr gerne? Du meinst irgendwelche Computerspiele? Ja. Wenn es die Zeit mal zulässt, dann spiele ich schon mal PlayStation. Aber die Zeit ist dafür relativ begrenzt. Dadurch, dass ich, wie gesagt, einen Sohn zu Hause habe, dann, keine Ahnung, einmal alle zwei Wochen oder sowas am Abend. Ja, ich glaube, du bist nicht so der Zocker, oder? Nee, ich besitze gar keine PlayStation oder ähnliches. Ich weiß, dass das mittlerweile, glaube ich, dazugehört, dass jeder sowas besitzt und spielt. Ich bin aber froh, ich durfte noch so aufwachsen, dass ich relativ viel an die frische Luft durfte und ja, mit meinen Freunden dort zusammen Fußball gespielt habe oder andere Dinge. Von daher bin ich froh und ich glaube, das tut auch gut, wenn man auch nicht so oft an der PlayStation sitzt. Dann gib das Mikrofon bitte einmal hinter dich. Da gab es auch noch eine Frage. Ah, das Gleiche, okay. Hat noch jemand eine Frage, die nicht gestellt wurde? Hanna, dann bitte einmal das Mikrofon zu Hanna. Das geht auch an beide. Was war euer Lieblingsfach in der Schule? Hey. Bei mir definitiv Sport. Das war eins der wenigen Fächer, wo ich nicht so schlecht drin war. Bei mir auch Sport und Sprachen haben mir gefallen, also Englisch. Ich komme aus Ostdeutschland, da hat man noch Russisch an der Schule. Ich weiß nicht, hier hat man kein Russisch, oder? Nein. Nee. Ja, das Russisch war cool. Also hat mir sehr gefallen. Kannst du auch noch Russisch sprechen? Bisschen kann ich noch Russisch sprechen, ja. Also ich kann mich zum Beispiel vorstellen. Ja, dann mach das mal bitte. Menjasa wo Sebastian.
У меня есть один брат и одна сестра. Siehst du, wusste ich noch gar nicht. Das heißt, ich habe eine Schwester und einen Bruder. Okay, danke für die Übersetzung. Danke. Habt ihr noch Fragen? Dann Florian und danach Jakob. Was ist das beste Trikot, was ihr getauscht habt? Also von irgendjemandem berühmten und welcher Verein? Das geht an beide. Auch eine coole Frage. Wer fängt an? Fang du an. Weißt du eins? Ich muss gerade noch überlegen. Ja. Wir können auch die Frage kurz anstellen und machen mit Jakob weiter, wenn ihr überlegen wollt. Also so extrem bekannte Spieler, die, wo ihr jetzt sagen würdet, von Müller oder sowas habe ich jetzt nicht. Ich habe eins von Hummels, doch, tatsächlich. Im DFB-Pokal haben wir gegen Dortmund gespielt, da habe ich von Hummels das Trikot bekommen. Ansonsten habe ich viele Trikots zu Hause, aber viele getauscht mit ehemaligen Mitspielern von mir oder Freunden, wo ich dann gegeneinander gespielt habe. Ja, muss ich auch sagen, ich habe gar nicht mit so vielen bekannten Spielern Trikots getauscht. Wenn man mal Pokal spielen durfte und gegen eine größere Mannschaft gespielt hat, dann ist meistens auch hinausgelaufen, dass man das Spiel verloren hat. Und da war ich dann nicht so gut gelaunt und wollte nicht von irgendjemandem nach einem Trikot fragen. Von daher sieht es bei mir, glaube ich, im Schrank genauso aus wie bei Sebastian. Ich bin ein Freund davon, mit guten Freunden, die man vielleicht mal zusammengespielt hat oder auch gegeneinander, das Trikot zu tauschen. Und das sind dann auch Erinnerungen, wenn man dann irgendwann vielleicht dann auch mal die Fußballschuhe an die Wand hängen muss, dass man dann auch nochmal das ein oder andere Trikot sich anschauen kann und dann vielleicht dann nochmal auch Erinnerungen dann daran hegen kann. Gibst du das Mikrofon einmal bitte zu Jakob? Mögt ihr American Football und habt ihr den Super Bowl geguckt? Ja, das ist auf jeden Fall eine Frage für dich. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist so, glaube ich, der Sport, den ich am meisten liebe neben dem Fußball. Mich interessiert der Sport sehr. Ich schaue auch jeden Sonntag die Spiele, habe natürlich auch den Super Bowl verfolgt. Auch mit Mannschaftskollegen haben wir das zusammen geschaut. Sebastian war auch eingeladen, den habe ich auch eine WhatsApp geschickt, der ist aber leider vorher eingeschlafen. Hast du eine Lieblingsmannschaft? Ja, Seattle Seahawks ist meine Mannschaft, die ich am meisten mag. Gibst du das Mikrofon bitte einmal nach hinten zu Leonard? Könnt ihr gerade durchgeben. Mit wie vielen Jahren habt ihr mit Fußball angefangen? Mit 5. Mit 5. Mein großer Bruder hat mich mit auf den Bolzplatz genommen. Und und mit 6 oder sowas habe ich dann im Verein angefangen. Ja, ja, ich habe mit 4 angefangen. Ich brauchte ein bisschen einen Jahr Vorsprung vor Sebastian. Habt ihr noch Fragen? Sind dann alle Fragen geklärt? Die letzte Chance. Sophie hätte noch eine. Was wolltet ihr eigentlich mal werden, als ihr klein wart? Lehrer. Lehrer? Lehrer, ja. Ich Pilot. Kannst ja noch werden. Ich glaube, Hanna hat noch eine Frage. Oder Guido. Was ist euer Lieblingstier? Tier? Auf jeden Fall der Hund. Und wieso? Meine Eltern und auch meine Schwiegereltern haben einen Hund. Ich sag mal, in ein paar Jahren könnte ich mir auch vorstellen, mit meiner Frau zusammen oder meiner Familie zusammen auch einen Hund zu haben. Ich finde, das ist einfach der beste Freund des Menschen und ja, ich liebe Hunde richtig doll, ja. Also ich mag Tiger sehr gerne, die kann man aber leider nicht in der Wohnung halten. Von daher, wenn ich ein Haustier halten würde, dann würde ich mich definitiv auch für den Hund entscheiden. Ich glaube, das hat Sebastian ganz gut gesagt. Es ist einfach der beste Freund des Menschen. Und ich glaube, man freut sich immer, wenn man nach Hause kommt. Ich glaube, die Hunde freuen sich immer. Von daher ist das ein sehr, sehr schönes Tier. Der Julian hat noch eine Frage und danach der Guido. Nee, gib's einmal zu Julian, der sitzt neben dir. Habt ihr Haustiere? Wie bitte? Habt ihr Haustiere? Nein. Ich hatte einen Hund, aber aufgrund des Fußballs habe ich den vor 6-7 Jahren circa meiner Mama übergeben, da einfach die Zeit nicht war, auf den Hund alleine aufzupassen. Wenn man natürlich bei Spielen ist und dann am Wochenende immer weg ist, dann ist natürlich für das Tier nicht gut, den immer irgendwo hinzugeben. Und dann hat zum Glück meine Mama den Hund abgenommen, sodass ich ihn zumindest dann immer sehe, wenn ich dann nach Hause zu meiner Mama fahre. Dann zu Florian nochmal. Was macht ihr am Wochenende, wenn ihr kein Fußball spielt?
Ja, ich glaube, du hast es vorhin schon angerissen, wenn man mal wirklich 2 Tage am Wochenende frei hat, was ja bei uns wirklich sehr, sehr selten im Jahr vorkommt, dann fahre ich auf jeden Fall zur Familie. Sind mittlerweile 400-500 Kilometer weit entfernt. Von daher ist dann die Zeit mir schon wert, dass ich da mich dann freitags ins Auto setze und ja, meine Eltern, mein Bruder, meine Schwester alle mal besuche. Ja. Und bei dir? Ja, ich habe es ja schon angesprochen gehabt und es ist dann immer so, wenn man dann erstmal sieht oder wenn man dann mal ein bisschen weiter weg von der Familie ist, dann sieht man auch, wie sehr die Familie einem bedeutet und wie sehr man die Familie vermisst. Von daher sollte man die Zeit schätzen, die man zusammen hat. Und ja, Sebastian hat es ganz gut gesagt und ich hatte es ja auch schon gesagt, wenn da mal frei ist, dann fahre ich definitiv nach Hause oder besuche auch mal Freunde, die ich nicht so oft sehe. Ich sehe keine weiteren Fragen. Guido. Guido hat noch eine. Jetzt also, deine Zeit, Guido. Genau, so, jetzt rechnen wir ab. Die Frage geht natürlich auch an beide. Erste Frage, oder ich habe 2 Fragen sogar. Erste Frage ist, wie viel Paar Fußballschuhe habt ihr daheim im Schrank und wie viel nutzt ihr aktiv davon? Training, Spielbetrieb, andere, wie auch immer. Also ich bin, würde ich mal von mir selber sagen, sehr sparsam, was Fußballschuhe betrifft. Ich muss jetzt nicht jede neue Farbe haben, die rauskommt. Ich brauche übers Jahr gesehen maximal 3 Schuhe, vielleicht 4, wenn es mal schlecht läuft und mal einer aufreißt oder sowas. Ich denke, das ist in der Masse, die wir trainieren, schon in Ordnung. Und zu Hause habe ich keinen mehr. Also ich habe alle, die ich zu Hause hatte, habe ich irgendwie an Freunde habe ich weitergegeben, sodass sie dann zu Hause auf dem Dorf kicken können. Und die ich unten habe, wie gesagt, das beläuft sich so zwischen 3 bis 4 Schuhen. Also ich habe zu Hause auch keine Schuhe. Ich glaube, das wäre auch nicht gut, wenn man die jeden Tag trägt und dann zu Hause hat. Aber ich bin auch eigentlich sehr sparsam. Natürlich braucht man erstmal einen Nockenschuh und einen Stollenschuh. Sag ich mal, wenn das Wetter dann mal anders ist, wenn es mal regnet, dann zieht man einen Stollenschuh an. Und gerade als Verteidiger spielt man dann auch immer an den Wochenenden mit Stollen. Und von daher würde ich auch sagen, dass ich so in der Saison jeweils 2 Nocken und 2 Stollenschuhe brauche, wenn natürlich mal einer kaputt geht oder so. Julian? Ja, nimm das Mikrofon. Ist neben dir. Also, wer ist eure Idol? Also Idol? Ja, Idol? Genau. Idol, ja. Im Fußball oder generell? Ja, im Fußball. Okay. Ich war früher, als ich klein war, war ich immer Fan von Kevin Kourani. Ich weiß gar nicht, kennt ihr den noch? Ja? War ein Stürmer bei VfB Stuttgart. Den fand ich immer richtig cool. Und ich bin auf jeden Fall Team Ronaldo. Also ich habe damals sehr gerne Paolo Maldini gemocht. Sehr, sehr guter Verteidiger. In der heutigen Zeit bin ich ein großer Fan von Sergio Ramos, weil ich seinen Spielstil mag. Und bei dieser Debatte Ronaldo Messi würde ich mich dann auch an Sebastian anschließen und ja, ich bevorzuge auch Ronaldo, weil ich einfach seine Einstellung für den Sport faszinierend finde, wie sehr er dafür lebt. Ernährung, Schlaf, einfach professionell und er hat sich vieles erarbeitet. Von daher kann man sich da, glaube ich, sehr, sehr viel von abschauen. Julian? Wohnt ihr in einer Wohnung oder in einem Haus? Hier aktuell jetzt? Meinst du? Also ich hab ein Haus zur Miete. Wir brauchen halt ein Zimmer mehr wegen meinem Sohn und ich war glücklich, dass Frank Ewiner umgezogen ist und dann bin ich in sein Haus gezogen. Aber es spielt per se keine Rolle, also hätte ich eine Wohnung gefunden, die die perfekte Größe gehabt hätte, wäre ich in eine Wohnung gezogen, also das macht für mich keinen Unterschied. Ich wohne ganz normal in einer 3-Raum-Wohnung, ein Zimmer, damit die Familie oder Freunde dann mal jemanden besuchen können und ich hatte das Glück, dass unser Präsident, der Jürgen Machmeier, ein Haus mit mehreren Wohnungen zu dem Zeitpunkt fertiggestellt hat, als ich hierher gewechselt bin. Von daher darf ich aktuell in einer seiner Wohnungen wohnen. Habt ihr noch Fragen? Wenn nicht, gibt es, glaube ich, bei Guido noch eine 2. Frage. Guido hat noch eine. Jetzt wird es spannend. So, wie viel Einfluss hat ein vermeintlich schlechter oder guter Rasenplatz auf euer Spiel? Und ist es manchmal von Vorteil oder von Nachteil?
Je nach, auch Gegnerfrage. Wer fängt an? Ist eine gute Frage. Ich glaube, du kennst ja mit Plätzen sehr, sehr gut aus. Es ist natürlich auch nicht einfach, je nach Wetter einen Platz immer im Optimalzustand, sage ich mal, vorzufinden. Ist natürlich so, dass man als Fußballer lieber auf einen sehr, sehr schönen grünen Rasen spielt, wie vielleicht dann mal im Winter, wenn das Wetter schlecht ist und die Plätze generell schlechter werden. Aber ist natürlich eine ganz gute Frage. Je nach Mannschaft und je nach Spielstil kann natürlich ein Platz, ob gut oder schlecht, einer Mannschaft natürlich dann auch zugutekommen. Ich würde aber immer einen guten grünen Rasen bevorzugen. Wie siehst du es? Ja, ich sehe es natürlich genauso. Ich finde, ein großer Unterschied macht jetzt ein richtig guter Rasen in dem Sinne, dass du ja schon auch weißt, wo der Ball hinrollt. Also meistens brauchst du dann vielleicht einen Kontakt zum Annehmen bzw. An- und Mitnahme und im zweiten Kontakt kannst du schon spielen. Und bei einem Platz, der vielleicht viele Löcher hat oder uneben ist, dann brauchst du eben einen Kontakt mehr, was eben auch Zeit bedeutet. Also, dass du dann eben mehr Zeit brauchst, um vielleicht den Ball weiterzuspielen. Ich glaube, damit sind dann alle Fragen beantwortet. Habt ihr noch eine Frage? Ihr könnt euch ruhig trauen. Wenn ihr noch was habt, noch was? Jetzt melden, sonst ist es vorbei. Jetzt auch nie. Also, keine mehr? Dann war Guidos Frage die letzte für heute. Dann danke fürs Mitmachen. Oder hast du noch eine, Luis? Hast dich nur gestreckt. Gut. Dann beenden wir das an der Stelle. Danke fürs Mitmachen. Waren sehr interessante Fragen dabei. Sehr viele Fragen. Danke auch an euch zwei. Sehr gerne. Und dann euch noch einen schönen Nachmittag bzw. Abend. Bis Samstag im Stadion.